Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hatte mich mal jemand in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht die Hälfte meines Gesichts mit teuren Pinseln schminken und die andere Hälfte mit günstigen Pinseln schminken kann. Und ich habe mir jetzt super viele günstige Pinsel gekauft und habe auch einige teure Pinsel. Tja, dann machen wir das Ganze mal. Los geht's! So, ich muss echt sagen, das Ding macht hardcore Kopfschmerzen. Ich habe auch den Real Techniques Beauty Blender. Der ist über die Hälfte günstiger als der originale Beauty Blender. Und ich habe beide sauber gemacht und drücke die jetzt aus. Ich benutze natürlich auf beiden Hälften dieselben Produkte. Also, ne, das macht ja keinen Sinn, wenn nicht. Ich mag die Foundation total, die von NYX. Hier diese NYX Can't Stop, Won't Stop. Aber das verklebt total. Ich muss das ständig sauber machen und dann sieht es trotzdem so aus. Aber irgendwie nur bei Caramel. Hier bei dem Ton hier, das ist Natural Buff nicht. Und die mische ich jetzt einmal auf meinem Handrücken. So, ich nehme jetzt den Beauty Blender und klopfe die Foundation in meine Haut ein. Ich brauche dazu nicht viel sagen. Ich bin ein ganz, ganz, ganz großer Beauty Blender Fan und ich denke, ich habe super viele Schwämme auch ausprobiert. Und ich weiß, dass auf dem Beauty Blender Patente liegen, wenn man das denn wollte. Aber das versuchen so einige Firmen und alle, die ich bis jetzt benutzt habe, haben es nicht wirklich geschafft. Das ist auch etwas, was ich mitnehme, wenn ich weiß, ich brauche einen Touch-Up. Ich nehme dann meistens nicht mal Produkte mit, sondern nur den Beauty Blender und klopfe mir dann irgendwie im Laufe des Tages das nochmal so richtig in die Haut ein, beziehungsweise verblende nochmal das Ganze. Das nimmt ja auch nochmal hier so, wenn es fettig wird, irgendwie der T-Zone oder so, geht man einfach nochmal mit dem Beauty Blender drüber, dann ist es wieder gut. Also ich mag den Beauty Blender zum Concealer auftragen, Foundation auftragen, wie auch immer. Ich habe hier jetzt einmal den Real Techniques Blender. Ich muss wirklich sagen, der saugt super viel Wasser auf und wenn man den sauber macht, dann kommt ganz, ganz lange noch Schaum raus halt von der Seife. Und ich merke so im Kern, dass er noch nicht so richtig frei von Seife und von Wasser und sowas ist, obwohl ich den sehr, sehr lange gewaschen habe. Aber ich habe den auch eine Zeit lang wirklich mega oft benutzt einfach, weil der auch nicht übel ist. Aber er kommt für mich nicht an dem Beauty Blender dran. Obwohl das Ergebnis dasselbe ist, liegt irgendwie leichter in der Hand, irgendwie verblendet es leichter die Foundation. Vielleicht bringt ja mal der Beauty Blender eine Special Edition raus, wo die Kante auch so abgeschrägt bzw. so abgeschnitten ist. Wenn man sich das so ein bisschen zum Vergleich anschaut, dann sieht man, dass hier bei dem Real Techniques Blender, seht ihr, wie viel Produkt an manchen Stellen einfach hängen geblieben ist? Ganz im Gegenteil zu dem normalen, also originalen Beauty Blender. Ne? Ich benutze den auch Ewigkeiten, könnt ihn in die Waschmaschine schmeißen. Ihr seht, wie viel Produkt der aufgesaugt hat und ich sehe das auch, dass hier die Foundation nicht so deckend ist, wie zum Beispiel auf dieser Seite. Finde ich jetzt nicht, dass es so brutal ist, ne? Dass man hier sagt, also für sehr viel weniger Geld, trotzdem macht er immer noch ein schönes Ergebnis. So, weiter geht's mit Concealer. Und zwar werde ich wie immer meinen MAC Pro Longwear Concealer nehmen und zwar in der Farbe 30, glaube ich. NC30, genau. Ich gebe mir den immer direkt auf den Beauty Blender. Ich habe jetzt ein bisschen viel Produkt. Deswegen verteile ich ihn mit diesem Beauty Blender einfach nur. So, und dann arbeite ich das Ganze hier ein. So, zu dieser Seite muss ich jetzt nicht so viel sagen, weil auch da bin ich immer sehr, sehr zufrieden gewesen. Und man kommt halt dadurch, dass er so weich ist, wirklich super in diese ganzen Ecken und Kanten. Ne? Umso härter ein Produkt ist, desto schwieriger ist es, um die Ecke zu kommen. Also ich komme mal ein bisschen näher. Man sieht hier, dass ich das nicht direkt so leicht verblenden kann wie beim normalen Beauty Blender, sondern ich drücke den so ein bisschen, quetsche den so ein bisschen an den Enden, damit ich halt hier richtig rumkomme. Ich hatte auf beiden Seiten etwa gleich viel Produkt und ich konnte mit dem Beauty Blender den Concealer auch auf mein bewegliches Lid geben, was ich jetzt gerade nicht kann, weil man sieht, glaube ich, die Deckkraft zwischen hier und hier und der hat das Produkt so aufgesaugt, dass ich nichts mehr übrig habe, um mir das auf mein Lid zu geben. Also er macht seine Arbeit ganz gut, aber man braucht einfach mehr Produkt. Dann lohnt sich der Originale, finde ich, damit man kein Produkt verschwendet. So, jetzt ist es in etwa gleich. Ich trage mir jetzt noch meinen Urban Decay All Nighter Concealer einmal auf meinen Nasenrücken auf und verblende das mit dem Real Techniques. So, jetzt sette ich das Ganze mit einem Banana Powder und natürlich auch mit diesem Schwamm.
Da, finde ich, arbeitet der das Produkt irgendwie schöner ein. Also ich finde das Pudrige hier mit dem Real Techniques Blender um einiges schöner als mit dem normalen Beauty Blender. Ich weiß nicht, woran das liegt jetzt. Vielleicht, weil er einfach härter ist. So, als nächstes nehmen wir ein Puder, um mein Gesicht zu setten. Ich nehme das Airbrush Flawless Finish Powder von Tarte Tilbury. Und ich habe hier natürlich wieder zwei Pinsel. Das ist einmal der von BH Cosmetics und zwar die Nummer 1. Die Pinsel von BH finde ich super. Und da gehe ich jetzt einfach hier einmal rein. Man sieht, der packt die Pigmente auch sehr, sehr gut. Also man kann das ganz gut auf die Foundation drücken. Und der Pinsel ist auch super weich. Auf der anderen Seite benutze ich von Sigma den Tapered Face in F25. Und der ist eine Preisklasse höher. Und wenn ich mit dem hier so drüber gehe, dann packt er das Pigment auch sehr gut. Ich benutze den Pinsel nicht ganz so oft, weil er sich nicht so gut anfühlt. Es fühlt sich auf jeden Fall weicher an, mit dem von BH Cosmetics zu arbeiten, als mit dem von Sigma. So, ich habe jetzt einmal meine Augenbrauen nachgemalt und jetzt kommen wir zur Kontur. Ich habe von Ebelin diesen Pinsel hier geholt und zwar den Make-up Artist Contouring Pinsel. Und das ist tatsächlich ein bisschen blöd, dass das so hardcore eingepackt ist, so jeder einzelne Pinsel. Ich finde das besser, wenn man hier einfach nur eine Kappe drüber zieht und fertig, weil das ist halt total unnötig. Und auf der anderen Seite, dreckig, weil ich ihn benutzt habe, haben wir hier den Zoeva Luxe Face Paint Pinsel. Und die beiden probieren wir einmal aus mit der Yves Saint Laurent Couture Contouring Palette. Lässt sich super verblenden, das Konturprodukt mit dem Pinsel, und benutze ich halt schon Ewigkeiten. Was ich dazu sagen muss, ist, dass der sich irgendwann so ein bisschen härter angefühlt hat. Irgendwann dürfen die das auch, ne? Die sind jetzt auch nicht für immer jung. So, nehmen wir einmal den Ebelin Pinsel, den habe ich noch gar nicht ausprobiert. Und da gehe ich in das Produkt. Ich merke schon, dass das auf jeden Fall härter ist. Seht ihr, wie das Produkt sich draufgesetzt hat? Der Pinsel ist sehr hart. Ich kriege das Produkt gar nicht verblendet. Und die Hälfte von dem Produkt ist auch weggeflogen. Also hier seht ihr, ich konnte das direkt bis hoch verblenden. Und das hier... Ich befürchte, dass die Borsten einfach zu kurz sind. Weil wenn sie zu kurz sind, dann kann man auch nicht mehr gut damit arbeiten. Je nachdem, was man halt machen möchte. Erkennt ihr das, dass das hier so ein Fleck geworden ist? Das ist einfach zu streng gebunden. Also ich denke nicht, dass es für hier diese Partie gut ist. Was ich gut fand, war hier. Aber so ein Pinsel sollte schon dann überall einsetzbar sein. Also hier ist die Kontur auf jeden Fall penetranter. Und er hat halt auch super viel Produkt verloren. Also fand ich jetzt persönlich nicht ganz so toll, den Pinsel. Einfach weil er nicht so gut verblendet hat. Und weil er sehr viel Produkt geschluckt hat. Für meine Nase nehme ich immer hier von Ebelin diese Schwämmchen. Und ich habe da jetzt auch kein High-End-Schwämmchen oder auch kein Pinsel, der sich irgendwie dazu eignet, meine Nase zu konturieren. Ich mache das immer damit, weil es dadurch, dass er so gerade Kanten hat, halt sehr leicht geht. So, als nächstes benutze ich ein Setting Spray, beziehungsweise ich benutze MAC Fix Plus. Das ist hier, glaube ich, das in Lavendel. Gib mir das auf mein ganzes Gesicht. Und arbeite das jetzt mit den Blendern wieder ein. So sieht die Kontur jetzt nicht mehr ganz so schlimm aus. Also tatsächlich finde ich, um pudrige Produkte mit cremigen Produkten zu vermischen, den von Real Techniques besser als den von Beauty Blender. Aber um cremige Produkte aufzutragen und in die Haut einzuarbeiten, ist der Beauty Blender unschlagbar. So, weiter geht's. Wir brauchen einen Pencil Brush. Ich habe hier einen von Ebelin. Das ist ein ganz süßer, kleiner, aber auch da wieder die Verpackung. Warum so viel Verpackung? Ja. Und auch so schwer aufzumachen. So, da ist er. So mini. Fühlt sich schön an. Ebelin Pinsel sehen auch alle sehr schön aus. So in schwarz gehalten und dann die Borsten. Allerdings ist er halt hier oben, merke ich schon, sehr, sehr hart. Ich habe hier einmal das teure Pendant dazu. Und zwar ist es der Sigma Pencil E30. Und der ist um einiges biegbarer. Also der wird um einiges, denke ich mal, besser verblenden als dieser hier. So, ich werde von Urban Decay die Backtalk Palette nehmen. Das ist diese Doppelpalette. Da in der Mitte befindet sich ein Spiegel. Den könnt ihr so rausholen. Finde ich super. Und dann findet man halt hier solche Töne. Und ich werde jetzt einmal den Braunton verwenden und den mit dem Pencilbrush unter mein Auge geben. So, gehen wir in What the Fuck rein. Der Pinsel nimmt das Pigment sehr gut auf. Also man sieht, da ist direkt richtig viel Produkt drauf. Bisschen schwer zu verblenden. Dafür ist er sehr präzise.
und man kann direkt an den Wimpern arbeiten. Wenn ich nämlich jetzt diesen von Sigma nehme und auch in diesen Ton reingehe, dann verteilt er diesen Lidschatten viel mehr nach unten. Also ich finde, der von Evelyn hat es auch schöner verblendet, ne? Also ich habe hier unten so eine etwas härtere Linie und hier ist es so schön nach unten hin verblendet. Sieht auch echt schön aus, so der ist ein bisschen kegelförmig. Ich muss ehrlich sagen, es war nicht ganz so easy, einen Blenderpinsel zu finden im Drogeriebereich. Was ich jetzt habe, ist von dieser Rossmann Eigenmarke, meine ich, ist das. Professional Blender Pencil und der ist auch so hardcore eingepackt. So, tada, so sieht der aus und fühlt sich ganz gut an. Denke aber, das ist eher was fürs Cut Crease als zum Verblenden. Hier habe ich einen von Evelyn und zwar den Blender Pencil. Da steht auch drauf, dass es Synthetikhaar ist. Und der gefällt mir ganz gut. Ich glaube, das wird gut sein mit dem Verblenden. Dazu nehme ich auch nochmal den Ton, den ich unter meinem Wimpernkranz genommen habe. Also WTF heißt der. Und den gebe ich mir jetzt in meine Lidfalte. Abgesehen davon, dass die Palette super pigmentiert ist, packt der das Pigment auch richtig, richtig schön. Also man kann super damit in der Lidfalte arbeiten. Der ist zwar irgendwie präzise und so ein bisschen streng gebunden, merkt man, aber er verblendet den Lidschatten schon sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Dann nehmen wir von Sigma den Tapered Blender Pinsel und damit gehe ich natürlich auch wieder in denselben Ton. Obwohl ich gleich viel ungefähr genommen habe, hat er nicht so viel Pigment auf mein Lid bekommen irgendwie. Also es ist, als wäre das irgendwie verflogen auf dem Weg hierhin, weil Fallouts habe ich nicht wirklich. Also hier muss ich ein bisschen auf jeden Fall mehr arbeiten, ne, mit dem Sigma. So, wir können das Ganze jetzt ein bisschen miteinander vergleichen. Es sieht so aus, als hätte ich zwei verschiedene Lidschatten drauf. Hammer, oder? Was ein Pinsel jetzt ausmacht. Das sieht jetzt auf der rechten Seite mit dem Sigma-Pinsel verblendeter aus und sauberer gearbeitet. Aber der hat halt nicht sofort so viel Produkt auf mein Lid gepackt. Deswegen musste ich das aufbauen. Deswegen sieht es auch weicher aus. Weil wenn man Lidschatten mit aufbaut, dann ist es viel schöner, als wenn man sofort so viel Produkt drauf hat. Trotzdem bin ich von dieser Seite auch super begeistert. Also ich finde, der hat das, ne, den Lidschatten richtig gut zur Geltung gebracht. Und es sieht auch schön verblendet aus. Es sieht überhaupt nicht fleckig aus oder sowas. Es war sehr angenehm und es fühlt sich auch sehr angenehm an. So, next step is, wir nehmen jetzt hier dieses Pink. Der nennt sich Shade. Und ich werde hier mit so flachen Pinseln unter meinen Wimpernkranz gehen. Einmal habe ich hier die 241 Precision Smudger und auf der anderen Seite habe ich den von NYX und zwar die Nummer 10. Von dem habe ich euch schon ganz viel erzählt, den mag ich auch sehr gerne, einfach weil der super schön unter dem Auge arbeitet. Also damit kann man richtig schön an der Wasserlinie entlang arbeiten. Nice, gefällt mir. Dann mit dem von Zu Eva. Auf dieser Seite musste ich nur einmal reingehen. Hier bin ich jetzt das zweite Mal drin und der nimmt auch nicht so viel Produkt auf. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Je nachdem ist es natürlich viel besser, das Ganze aufzubauen, als sofort so viel Produkt drauf zu haben. Also auf dieser Seite sieht es einfach viel schöner, viel verblendeter aus als auf dieser Seite. So, jetzt nehme ich diesen kleineren Blenderpinsel und zwar hier dieser, den ich gerade von Rossmann ausgepackt habe. Und da gehe ich auch in diesen Ton rein, in Shade, und gebe mir das in die Lidfalte rein, damit sich das Ganze so ein bisschen widerspiegelt. Und ich muss echt sagen, der nimmt kaum Produkt auf. So, ich muss sagen, der Pinsel gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Das verblendet nicht den Lidschatten. Ich muss sehr, sehr lange damit arbeiten, bis ich das so richtig verblenden kann. So, ich habe jetzt lange gesucht, aber tatsächlich nichts Ähnliches gefunden. Ich habe hier einmal den hier, den wollte ich für den Innenwinkel haben. Und zwar ist es von Evelyn der Lidschattenpinsel. Und auf der anderen Seite habe ich den Definer von Zu Eva. Und damit gebe ich mir jetzt einen hellrosanen Ton in meinen Innenwinkel auf. Und das kann man wirklich einmal aufsprühen. Also ich finde, das sieht schon ganz gut aus so. Aber wenn ich jetzt hier noch ein bisschen den Pinsel anfeuchte mit Fix Plus, dann knallt das meistens ein bisschen mehr. Fühlte sich auch gut an, war sehr weich und hat das Pigment auch schön verblendet, finde ich. Und jetzt noch hier auf der anderen Seite. Die sind jetzt ein bisschen unterschiedlich geformt. Man kann die eigentlich gar nicht so direkt vergleichen. Aber sieht beides gleich aus. So, ich nehme jetzt noch einen hier von Rossmann. For Your Beauty heißt der. Und ich gebe mir jetzt den hellsten Ton hier in der Palette. So ein rosaner Ton. So ein bisschen unter meine Augenbraue auf. Die haben mir nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Die haben irgendwie das nicht so richtig verstanden. Die Pinsel. Hier sollte es eh auf meine Haut wieder abgeben und nicht irgendwo hin transferieren, wo es kein Mensch sieht. Also da finde ich auf jeden Fall die von BH Cosmetics besser. Das ist jetzt dieser hier, die Nummer
7 packt das Pigment viel, viel besser. So, dann habe ich mir zwei Fächer Pinsel geholt und zwar einmal eben von diesem Beauty Rossmann und einmal den Face Finish von Zu Eva. Und da gehe ich in ein Bronzer-Produkt rein. Das Ding ist, der packt wirklich das Pigment nicht, also diese Marke hier. Während wenn ich das jetzt mit dem von Zu Eva mache, also man hat sofort Produkt auf dem Pinsel. Und hier sieht es so viel leerer und viel kahler aus einfach als da drüben. Also von dem bin ich leider nicht so ganz begeistert, um ehrlich zu sein. Dann haben wir noch Highlighter und zwar habe ich hier einmal den F35 von Sigma. Den habe ich schon 1000 Jahre und ich mag den immer noch sehr, sehr gerne. Und dann haben wir als Pendant, die Nummer 2 von BH Cosmetics, auch so spitz zulaufend. So, ich habe mir jetzt von Becca Rose Quartz rausgeholt. Sieht eher so ein bisschen matt aus, ohne Fix Plus. Wenn ich das dann anspüle, Leute, dann sieht das wieder anders aus. So, ich probiere das jetzt hier mit der Nummer 2 von BH Cosmetics. Fühlt sich sehr angenehm an und sehr weich. Also, wie mache ich das denn jetzt auf meine Lippe? Hälfte, Hälfte. Ich werde auch hier einmal den Pinsel ansprühen. Der Fairness halber, obwohl es hier schon auf der Seite viel besser aussieht. Für Highlighter finde ich jetzt gerade die 2 von BH Cosmetics könnte ein neuer Favorit werden. Was wir vergessen haben, ist Blush. Ich habe hier einmal die Pink Spectrum Palette von Zu Eva. Und einmal habe ich den Becca Pinsel. Das ist ein Becca Blush Pinsel. Da gehe ich jetzt in diesen Ton hier rein. So, ließ sich sehr schön auftragen und sehr schön verblenden. Hier von BH Cosmetics die Nummer 3. Lässt sich auch gut auftragen. Also ich finde, die BH Cosmetics Pinsel haben echt eine sehr, sehr schöne Qualität. So, ich kann jetzt dieses Ding... Oh, ich habe so Kopfschmerzen davon bekommen. Wieso habe ich das nicht früher ausgezogen? Jedenfalls muss ich wirklich sagen, es gibt ein paar High-End-Pinsel, die ich mir immer wieder kaufen würde. Wie zum Beispiel den hier, den benutze ich schon seit Jahren. Das sieht man auch, der ist super kaputt gegangen, der F35 von Sigma. Zu dieser Zeit gibt es so viele Pinsel von NYX, von BH Cosmetics, auch von Evelyn, die ich sehr gut finde und die ich definitiv kaufen würde. Es gibt so ein paar Flops, wie zum Beispiel das hier, was ich nicht so ganz so toll finde. Oder eben das hier, packt kein Pigment, ist einfach zu, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Synthetik da so verarbeitet wurde. Aber auch Zu Eva Pinsel, Urban Decay Pinsel und so weiter, die sind auch alle vegan und da braucht ihr auch alle keine Angst haben, dass da irgendwie Tiere drunter leiden mussten oder sowas, ne? Also daher, es gibt ein paar Pinsel, die ich halt immer noch vom High-End-Bereich nehmen würde, aber ich glaube, ihr habt auch gesehen, wie schön der Lidschatten dann verblendet wurde. Wie schön das unter meinem Wimpernkranz aussieht. Dieser kleine Pinsel hier unter meinem Wimpernkranz, ne? Dieser präzise hier von Evelyn, den fand ich richtig gut. Also den habe ich richtig gut in Erinnerung behalten. Und ich glaube, man kann auch super schön damit hier im Augenwinkel arbeiten, wenn man jetzt so zwei hat. Einen für die dunklen Sachen und einen für die hellen Sachen. Ich habe damals den MAC 217er gekauft für irgendwie 28 Euro oder sowas. Keine Ahnung mehr, was er gekostet hat. Ich habe mir damals einen Foundation-Pinsel gekauft, so ein Duo Fiber Brush von MAC für 50 Euro, glaube ich, 45 oder 50 Euro. Würde ich halt nicht mal machen. Zum Beispiel auf Zu Eva Pinsel würde ich nicht verzichten, aber man kann halt super schön auch im Drogeriebereich gute Pinsel einkaufen. Was ich euch als kleinen Tipp geben kann, guckt, dass die Härchen, ne, diese Synthetikhärchen, nicht so doll glänzen. Dann sind die tatsächlich zu plastisch, um Produkt richtig auffangen zu können. Ne? Also Naturhaar, auch Synthetikhaar, da gibt es auch super gute Pinsel. Aber ich habe irgendwie, und das ist jetzt kein professioneller Rat oder sowas, das ist einfach meine eigene Erfahrung, ich habe so viele Pinsel getestet, so viele auf meinem Tisch da hinten stehen, locker an die 300 oder so. Und ich kann euch aus meiner Erfahrung sagen, umso krasser ein Pinsel so geglänzt hat, desto schwieriger war es, mit ihm zu arbeiten, als einer, der jetzt matter ist, ne? Das ist so meine komische Erfahrung. Sagt mir mal, was ihr dazu sagt oder wie ihr eure Pinsel kauft. Was ist euer Lieblingspinsel? Ich würde das mal sehr, sehr gerne wissen. Und jetzt würde ich sagen, bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Ich finde, das Ergebnis sieht auf beiden Seiten in etwa gleich aus. Man hätte hier und da so ein bisschen besser arbeiten können. Aber ansonsten finde ich, die günstigen Pinsel haben sich richtig gut gemacht. Falls ihr meine beiden letzten Videos noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich sie euch hier. Im nächsten Video wird es auch sehr, sehr spannend. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, falls ihr das noch nicht getan habt. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.